willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Wir sind gerade noch in den Vorbereitungen für die zweite Halbzeit. Wir führen 1-0. Ach, ich bin ja doch laut. Ich wollte mich eigentlich muten für euch. Nee, du darfst. Du darfst ruhig. Und ja, Leute, der Folge hat schon weitergemacht. Bei mir ist es genauso, ne? Wir liegen 1-0 zurück. Und aber die Mama bleibt, wa? Haut rein, ja. Bis. Also, nee, wir schauen mal. Wir haben ja gar keinen Beifahrersitz, die Fahrzeuge. 10 Minuten noch, circa. Ja, ach nee. Halbzeit. Bis dahin. Doch, haben sie. Haben sie. Spaß beim Zuschauen. Können wir loslegen? Hier hast du da Zeug drauf. Können wir loslegen? Ja. Neumann gibt den Startschuss. Und los. Wir sollten erstmal zurückbleiben oder ein bisschen defensiv. Drauf! Rammt die zwei außen weg! Ja, so kann man es auch machen. Jawohl, durch da, das ist wie Rugby. Ja. Das ist wie alle Rugby, Alter. Also außer der Richter. Und der Richter schleift mit seinem Gewicht den ganzen Fußballplatz kaputt. Das ist ja egal. Aber auch Team. Und alle liegen sie, alle liegen sie. Oh. Nein, jetzt nicht mehr. So, Gewicht hoch. Auch. Grün, Gewicht vorwärts fahren, hoch. Vorwärts fahren. Herr Neumann zerstört den Traktor von unten mit Stroh. Das ist egal, Weitra hat die gespendet. Ja, das merkt man. Und das Gewicht wird auch noch eingesetzt. Schiebeschild wäre jetzt wohl praktischer. Sag mal, Razer, ich darf mit jeder schieben. Aber er ist zu klein dafür. Fahr zurück, Razer. Und der Herr Neumann liegt. Er liegt, er liegt. Oh, scheiße. Ja, ja, ja. Warte, zurück. Aber Herr Trissler ist natürlich freundlich. Und oh. Ja. Am besten auch noch die ganzen Seiten. Ja, und den Unterboden auch noch. Ja, wir sollten ein bisschen gucken, dass, zurück, runter, zurück, dass zurück, einer zurück, hinter bleibt. Und der Ball wurde verloren. Jetzt kommt Herr Neumann an. Sag mal, bist du immer noch lebensmüde? Ja, ist er. Mal lieber fahren, weil er lebt immer noch. Mit Jesus. Ja, mit Anschwung. Schwung mit Richrad Dampf da rein. Bom! Gibt nämlich nur ein Gas, Vollgas. Danke, Nikolas. Ach, scheiße. Wir sind die Grünen hier weg. Alter, der Vollgas, ne? Der hält doch nur drauf hier. Bist du das? Ist komm her. Komm her. Komm, Volker, 1 gegen 1, komm! Ja, komm weg, nur wie dann, zwei, komm. Dann bist du schon mal raus aus dem Spiel, das passt schon. Ich schieb den Blaubeer. Du brauchst sie gar nicht Tor. Zu drücken hier. Leute, komm, die können nichts. Ja! Und was geil! Oh. Ey, fahr doch mal mit dem Radlader da weg hier! Ey, ich stell gerade den Trecker wieder auf. Und der fährt da der Blaubeer. Jetzt fahr doch mal weg hier! Und komm, Herr Varuna will den Razex umarmen. Ach, ihr macht hier gar nichts. Komm. Und Herr Neumann, das Einzige, was ihr macht, sind die Nägel machen hier, ja? Warte. Herr Neumann, geht's dir gut? Grün vor. Vor. Grün fällt vor. Was? Ja, Grünländer davor. Ach scheiße, wir hängen ineinander, ey. Jetzt. Und so. Herr Neumann nimmt Herrn Blaubeer den Ball weg. Aber dann kommt Herr Razek, stoppt die beiden. Und Herr Blaubeer. Oder Herr Neumann und machen da irgendwelche komischen Dinge. Wir haben uns zumindest schon wieder übers Mittelfeld. Da ist einer, ich glaube, das ist der Jürgen, der ist nur darauf aus, mich zu blockieren. Und Herr Neumann liegt. Und er geht die ganze Zeit zurück. Und er wurde aufgestellt. Aber jetzt kommen wir Herrn Varuna. Einen sehr sozialen Mitarbeiter. Alter, wer nimmt mich denn da von hinten auf nur hohe Basis? Der Herr Richter. Alter! Der hat's abgesehen. Der Richter. Der hat wie ein Irrer. Boah! Im Prinzip ich hab ist Kopfschmerzen. Dieses ein Traktorhaufenspiel. Himmel, ich hab Kopfweh. Ja, von Fußball hat es eigentlich nicht wirklich viel. Ja, schaut hier eigentlich, schaut die Sterne an. Ja, jetzt ist das Glas fast kaputt gegangen hier. Den Boden von unten. Ich hab's ein Ärger hier. Aber ich, Team Grün, wir müssen nur verwalten. Ach, das Einzige, was ihr verwaltet, sind eure Akten. Ja. Und der Razer gibt Gas, vorwärts.
Blaubeer von hinten. Aber ja, aber auf eine Hugo war es. Wenn ich da nicht schieben, bist du blöd? Der Grüne soll nicht stehen bleiben. Gib die Grünen weg! Gib die Grünen weg und einer fährt mit dem Ballen durch. Gib die Grünen weg und einer fährt mit dem Ballen durch. Ja, ich versuche ihn umzukippen. Scheiße! Und was ist das denn? Ah. Oh, das hat einer einen Kaffee? Dieser Traktorhaufen. Das nennt sich Standfußball. Das nennt sich Schiebeball. Und dann der Richter braust außenrum. Ja, ja, ja. Der Varuna ist im Besitz des Balls. Naja, nicht so halb. Und der Richter nur nicht so halb. Da geht er gar nichts mehr voran. Sag mal, Nikolas, bist du blöd? Ja, ich weiß. Oh, da geht er nichts mehr voran hier. Nikolas schiebt einfach. Ey, da zieht er mit dem Ball unter der Nuss weg. Richter. Ja, müssen aber jetzt auch alle wieder zurück. Richter gibt den Ball doch mal neu aus. Und dann kommt Herr Blaubeer und rammt einfach vorne rein. Jetzt gibt doch. Geh da weg, Mann. Ja. Und der Richter wurde umgeschmissen, Herr Tisler. Ja. Jetzt gibt den Ball doch. Ja. Und der war, der Richter brettert voll rein. Also, die Traktoren müssen schon einiges aushalten. Ja. Richter, was willst du denn jetzt? Warum, dass ich hier nicht gleich aus Versehen in die Karre fahre? Das muss auch sehr stabil sein, wenn da ständig die Gabel durchsteht. Ja. Ja. Also ich hätte da Todesangst, wenn die Gabel an meiner Füße vorbeikommt. Ball im Aus. Der Herr Neumann fährt über die Parkbank. Ball im Aus. Ja, und ich komm nicht mehr weg. Herr Schiedsrichter, der hält mich am Trikot fest. Herr Neumann. Herr Neumann, geht's dir gut? Herr Neumann, geben Sie den Ball frei, bitte. So, Richter, jetzt kriegst du auf die, Nüsse, du. So. Der hat doch keine Nüsse. Da, das stimmt auch wieder. Ja. Guck mal, wie er mich jagt! Und Herr Neumann. Ja, fucking Zaun, da gehörst du hin! Interessiert, aber. Der Ball fällt einfach runter. War ja Absicht so. Auf ihn mit Gebrüll. Und der Ball. Wird der Ball wieder ins Aus! Na. Der Ball ist im Aus. Diesmal war es aber rot. Definitiv nicht. Nee, diesmal war es gelb. Machst du, ja. Jürgen? Kuscheln oder was? Kirschgrün. Ja, Richter, wir kuscheln. Wir wollen alle kuscheln. Die Grünen sind im Kuschelmodus. Ja, danke. Pass. Komm, du, gib Gas. Gib Gas. Jury, wir wissen, wo dein Auto steht. Wird er wieder hochkommen. Aber Herr Neumann blockiert. Nee, hab ihn, ich hab ihn, ich nehme ihn. Ist ein bisschen Baller. Vom anderen Ufer. Hier sag mal, was macht zwei Rivalen um den Ball? So, mein Freundchen, du lässt meinen Kollegen hier rufen. Also das, der Herr Trister, irgendwie habe ich das Gefühl, der ist vom Razex gesponsert. Wegen dem Rot? Nee, von Manitou. Ja. Nee, Herr Müller von Manitou. Danke, Patrick. 2 gegen 1, okay. Also. gefällt's dir? Ist es schön? Ja. Jetzt, Patrick. Jawohl, Patrick. Nein! Nimm ihn. Nein. Ist das nicht dein Ernst? Der Ball wird ein anderes Hobby suchen. Aber keiner hat Interesse. Doch, da kommt der Blaubeer. Also in einer Minute werden die 5 Minuten um. 10 Minuten. Oh, scheiße, ey. 10 Minuten mach ich doch. Ey, Schiri, nimm mal den Richter weg. Der hält dich die ganze Zeit am Trikot fest. Der stecht in die Reifen. Das fordert der Razex. Neumann. Ey, Schiri, hält mich mal um. Ey! Richter! Und der Ball geht aus? Oder ist das hier? Nein! Und wird das das 1:1? Ach, da. Schieb, Patrick, schieb! Gas, Gas! Den hol ich! Ha! Ja, grün, der Richter. Her, ja, der Richter ist ganz schlau. Der ist echt von der schlauen Sorte. Ja. Merkt man halt, dass es nur für die Polizei gereicht hat. Warum? Das nächste Mal Schiebeschilder, gell? Ja. Ich mein, Gewicht hängt. Wir hängen mit den Schiebeschienen. Mit den Schiebeschienen. Oh, weg mit dir, Neumann. Was willst du denn jetzt? Also die 10 Minuten werden um. So, schieb. Letzter Angriff. Scheiße, ey. Bald wird das Ende wohl. Herr, komm mal und da. Wir brauchen einen Rettungswagen. Wir bräuchten einen Rettungswagen für Sie. Schieb. Lukas, da kriege ich ja schon Angst nur beim Zug. Ja. Oh nein!
Er wurde nicht nur halb überfahren. Er wurde gerade überfahren. Ich bin schon klinisch tot, aber irgendwie auch nicht. Jesus. Ja. Du kannst über Menschen laufen. Hier kommt keiner durch. Ey, guck mal, der Richter macht. So, wann wird abgepfiffen? Ich kann über Eis laufen. Hä? Wann wird abgepfiffen? Der Echtod hat so ein schönes Horn. Der Herr Blaubeer. Ja. Abpfeffen? Nein, ja. Lass laufen. Nee, pfeif ab, pfeif ab! Pfeif ab! Pfeif ab! Trissler will den Ball wegnehmen. Ja. Ja, ich nehm den mit, ne? Ja, ja, ja. Herr Trissler, können Sie mir den Traktor auf den Anhänger laden, hinten? Also, das sind ja dermaßen viele SpaceX. SpaceX. Stell ihn schon mal hier hin, da kann er mir nicht sagen. Möchtest du eine Anzeige bekommen, die sind nicht für die Straße gedacht. Die sind gar nicht für die Straße zugelassen. Herr Richter. Nee, die haben keine Nummernschilder. Herr Richter, sind die Traktoren nicht für Fußballfelder geeignet? So, kommen Sie jetzt mal. Kommen Sie alle mal aus zu mir. Ja, wo ist mir? Ja, wo ich stehe. Ja, und wo ist hier? Wo stehen Sie? Hier. Herr Neumann, stellen Sie sich einfach auf den Heuballen drauf. Ja, weg da, Nikolas. Ah, meine Güte. Oh, Schäfer. Ich wollte jetzt wegrollen. So. Das rote Team hat ja. Gewonnen! Verloren? Wir haben nur gewonnen. Hey, Volker! Rollen. Ja. Volker, gutes Spiel. Ja. Heißt. Ja, der, fand ich auch schön. Der Varuna gewinnt 10.000 Euro und ich ebenfalls. Oh, du. Und der Richter darf das Geld. Ach, jeder kriegt 10.000. Ja, vom Team, aber der Richter ist ja im Konto, wo das Geld herkommt. Ach so. Ja. Der kann sich selber keine 10.000 geben. Ich könnte mich ja, meine 10.000 der Schiedsrichter bekommen. Nee. Der Arbeit. Ach, was ist das denn? Schick. So was nennt man Absperrzaun. Und was kriegt der zweite Platz? Nein. Nix. PC-Stütze. Jürgen. Ja. Wenn ich komm mal hier hin. Hm? Musst du deinen Gewinn aber selber holen. Ja. Also von hier aus ganz gerade. Ja. Dann läufst du ein bisschen rechts, bisschen links. Hm. Da kommt ein Schafstall. Und da gibt's ganz viel Mist. Den darfst du dir holen. Hm. Weißt du, was ich mit dem Mist mache? Unten ist ein Wald und ein Getreidebauer. Ich glaube, der Getreidebauer braucht noch ein bisschen Mist vor der Tür. Ja, der Bauhof. Richter, okay, ich bedanke mich natürlich. Dein Auto nicht voller Mist macht. Vielen Dank für den Gewinn. Es hat Geld ist schon draußen. Ordentlich Laune gemacht. Ja, kam schon an. Bei mir kam noch nichts an. Ja, du bist der Loser hier. Nichts. Nee, ich finde, Razax hat gewonnen. Mit seinem Team. Aua! Hat Laune gemacht, dann würde ich sagen, vielen Dank. Vielleicht gibt es ja noch ein Jahr Real Farming, das wäre nice. Klar. Und, jo, Herr Neumann, Sie werden schon abgeholt. Ich bin schon mal bereit. Herr Neumann wird hier oben noch gebraucht. Jo, Nikolas, ich werde hier oben noch gebraucht. Ja, okay, ich war schon mal an. Der kleine Mann möchte bitte aus dem Kinderland abgeholt werden. Wer ist denn das die ganze Zeit? Der nervt mich ein bisschen. Soll mal das Radio leise machen. Ey, du Pappmalmer, nimm die Ballen runter! Du kannst mir Traktor aufladen, sonst aber nix! Fahr die mal runter, Reusex, dass die unten sind ja nicht hier oben. Der. Wo will ich hier hinfahren? Lukas Müller. Warst du zum Shop oder so? Ich kann da Gemeinde. Ja, mach 1800. Musst du da Gemeinde sagen? So. So. Ist der andere auch schon da? Ja. Es braucht ein bisschen. Ach so. Okay. Aus unerklärlichen Gründen. Telefonisch. Okay. Ist ja. Passt. Es geht darum, der Jürgen hat angefragt, ob man wieder eine Subventionierung für alle Höfe haben könnte. Mhm. Jetzt ist die Frage, eigentlich hat man das ja so vereinbart zu Beginn, dass es nur durch ein Bio-Zertifikat funktioniert. Mhm. Ja. Belassen wir es dabei oder ändern wir das? Nee, also erstmal muss die Gemeinde erstmal wieder Geld machen, weil die stehen gerade schlecht. Okay. Zum Geld machen hätte ich eine Idee. Ja, sag mal an.
Und zwar, also es kommt halt darauf an, wenn natürlich die Bürger hier in übrigens hier, ich bin hier schnell mit dem Taxi angereist, wenn die Bürger hier viele Unfälle bauen, gibt's Minus. Aber wenn sie keine Unfälle bauen, gibt's Plus. Und zwar habe ich gedacht, jetzt so, wenn auch so Unfälle passieren und nicht jeder hat ja das auf Tasche immer das Vermögen, dass man vielleicht städtisch eine Autoversicherung oder eine Fahrzeugversicherung oder Geräteversicherung macht, dass dann jeder 10%, 20%, 30% des Fahrzeugwerts einzahlt oder auf Zeitraum X und dafür halt dann, wenn es halt Vollkasko versichert ist. Ja, komm zum Punkt. Ja. Dass es halt Vollkasko versichert ist. Okay, das könnten wir überlegen, ob man. Hallo. Ob man das macht. Ja, Herr Richter. Ja, was ist los mit allen Clown? Ich habe mitbekommen, dass er die mit dem Dach. Wer hat das gesagt, dass die Strohballen mitgenommen? Chris hat den ja aufgeladen. Ja, habe ich auch gesehen. Achso. Und dann? Ja, dann ist halt so. Ja, wollen Sie jetzt eine Anzeige machen oder nicht? Nein, ist jetzt. Wusste ich nichts von, so passt. Okay. Ja, müssen wir überlegen. Ja. Aber die andere Frage ist, wieso hat die Gemeinde kein Geld? Also, das was haben die mit ihrem Geld gemacht? Müssen wir ja mal überlegen, ob wir nochmal eine Steuerprüfung machen, dass auch die Steuern richtig bezahlt werden. Ja. Och, ei, ei, ei. Ich bin gerade am Überlegen, meine Kreditrückzahlung habe ich schon richtig gemacht, gell? Ja. Okay. Okay, knapp 90.000 Kredit vom Hof 1, den der Franz Schneider damals hatte, sind ja geplatzt. Also da ist ja die Gemeinde drauf sitzen geblieben. Ist natürlich auch Geld, was weg ist, ohne Ersatz. Ja, da haben sie recht. Jo, müssen wir mal gucken. Muss man gucken, ob man vielleicht eine kleine Steuererhöhung macht oder ob man erstmal Steuer prüft und dann schaut, ob man gegebenenfalls die Steuern auch auf gewisse Luxusgüter erhöht. Was wäre denn für Sie ein Luxusgut? Ja, sowas wie zum Beispiel jetzt so Geräte, teurere Geräte ab, preislich, zum Beispiel bei Traktoren ab 400.000 Euro. Und halt bei Mähdreschern geringer, weil Mähdrescher sind. Ja, geringer würde ich mit den Steuern nicht gehen. Wenn dann schon, nee, also, so wie Sie sagen, dass man vielleicht bei manchen da ein Plus drauf setzt. Ja, also zum Beispiel jetzt statt 10%, 15% oder so. Ja. Oder ab, ich weiß nicht, muss man schauen. Ich glaube, für eine Million haben wir jetzt nichts, aber für. Ja, man so. Könnte ja schon da schon irgendwie eine Grenze ziehen. Ja. Beziehungsweise die Frage ist halt, ob die Steuern immer richtig abgerechnet werden. Da müssten wir mal beim Jürgen auf jeden Fall eine Steuerprüfung machen, weil der geht viel Geld durch, glaube ich. Und eigentlich bei Ihnen auch. Herr ja, Müller. Und bei mir auch. Ich bin auch groß. Ja. Unternehmen. Dann kann ich das ja bei mir selber machen. Ja, nee, dann müssen sie sich. Wenn, dann müssen sie sich gegenseitig prüfen. Ja, komm, wir prüfen uns gegenseitig. Und ich mach dann die Prüfung beim RaceX. Nee, also bei. Also ich versteuere immer halt. Sie wissen ja auch, wie es ist. Oder sie auch, dass immer 10%. Also ja, dass so soll es sein. Ja, dass sie halt entweder selbst entscheiden können oder dass ich es dann halt weiter überweise. Das heißt. Das, ja, auch, also für mich ist es besser, wenn der Kunde es selbst überweist, weil ich dann dafür nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Ja, doch, es ist Ihr Gewinn. Also Sie machen ja den Umsatz und Sie müssen dann die Steuer abführen. Und nicht der Kunde, der bei Ihnen kauft. So geht's halt direkter. Ja, das mag sein. Für den Kunden ist es andersrum, aber besser. Ja. Auf jeden Fall, ich muss noch den Herr Resix mal anrufen. Also ich weiß nicht, sind wir hier zu weit fertig? Wir wären durch, ich muss auch wieder zum Feld weiterarbeiten, ja. Beziehungsweise in den Wald. Okay, dann gut. Tschüss.
Was kam jetzt eigentlich mit der Subventionierung raus? Nein, erstmal nicht, gell? Nee. Gut, dann teilen Sie das dem Herrn Razex bitte einfach gleich mit. Ja, ja, ja. Gut, dann ja, bis die Tage. Tschüss. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Noch ein bisschen was Organisatorisches in der Gemeinde geklärt. Und dann sind wir heute auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.